Hallo liebe Leute, wir sind angekommen am Hotel. Die Fahrt war leider ein wenig länger als gedacht. Zimmer haben wir auch so gesehen schon das Nötigste reingepackt. Und das möchte ich euch mal zeigen, weil ich finde das eigentlich sehr, sehr schön. Feuerwerk ist schon da. Und ja, ich zeige euch dann jetzt mal das Zimmer und später gehen wir dann nochmal zur Convention. Also Zimmer Nummer 29. Wir haben einen Standventilator, ganz wichtig. Es ist sehr warm. Hi. Und hier ist das Zimmer mit der Kunst und der Feuerback. Das war es auch schon fast. Kleiner Schrank, Bett, keine hübsche Sicht auf die Straßenbahn und das Badezimmer mit einer, finde ich, mega geilen Eckdusche. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dann packen wir mal aus und machen uns dann auf den Weg zur Con. Bis später. Tschüss. Nikis Kampf mit der Verpackung. Oh mein Gott! Ich weiß, die sind voll geil. Vor allem, wenn du die anfasst, die ziehen sich so ein bisschen. Ja. Die sind so lecker. Sieht so lustig aus. Es lebt. Deine sind extra verpackt. Oh mein Gott. Wie süß. Da steht was drauf. Das ist wie bei diesen Frisky irgendwas Dingern. Da hast du auch, wenn du die Packung aufmachst, unten irgendwas stehen. Schmecken sie? Ich finde die richtig geil. Aber das ist das erste Mochi, was mir richtig gut schmeckt. Die sind halt nur sehr, sehr weich. Die sind cremig, irgendwie cremig. Wie soll ich den da rauskriegen? Anfassen. Kann ich nicht. Mhm. Die sind ja so tief drin. Das Problem habe ich auch. Warte mal. Du kannst halt direkt sehen, welchen Blickwinkel du hast und alles. Wie esse ich das jetzt? In die Hand nehmen. Ich sehe schon, komm gleich Fels runter. Quatsch. Oh, ich bin richtig hart. Mochi und? Käsekuchen. Käsekuchen, Mochi-Käsekuchen. Der Schokolade hat mir ehrlich gesagt sogar noch am besten geschmeckt. Mhm. Aber das zu halten ist ja richtig behindert, ey. Ja, das läuft ist voll geil. Das läuft dir aus den Fingern. Ich finde die Konsistenz so witzig. Also, kompletter Ding könnte ich mir nicht in den Mund stecken. Ich hab's in zwei Bissen geschafft. Es ist zu viel Masse, ich würd mich direkt erleichtern. Komm, boah! Mhm. Danke. Na, jetzt läuft es zumindest, aber vielleicht kann ich nicht finden, das dritte. Was innen und dann. Ah, das Gummi ist relativ einfach raus. Also ich brauche länger, um das zu essen. Ich finde die richtig cremig. Ja. Das ist richtig ausgedrückt. Willst du probieren? Ja! Versuch dein Glück. Ja, nimm das ganze Ding einfach. Das ist nimm einfach ein das ganze Ding in der Mund. Lecker, oder? Der schmeckt noch besser. Nee, der finde ich gar nicht so gut. Bei 150 war es. Cool. Dann hast du ja gesehen, dass ich auch cool bin. Den esse ich später. Hey, das weiß ich so. Okay, den Cheesecake besorge ich mir morgen. Ja, lecker, ne? Ich finde den auch gut. Also, Schoko war mega, Vanille war okay. Schade, ist die Kokos, nicht Vanille. Kokos war okay, aber Matcha ist so. Der Schoko, ja, schade, dass man die nicht auch einzeln noch holen kann, weil so kannst du den Schoko halt nicht alleine holen, sondern musst halt immer den Rest mit dabei haben. Ne? Ja, war echt interessant.
2016 und es ist Samstag und es regnet. Es regnet eigentlich seit, ich glaube, mittlerweile 2 Stunden und ich muss gestehen, wir wollten eigentlich noch shooten. Das klicken wir dann jetzt mal heute. Ich fahre jetzt zurück ins Hotel und ziehe mich wieder in Zivil um. Einfach, weil es ist kalt, es ist nass, es ist unbequem. Das Make-up habe ich gefühlt, verliest schon seit 3 Stunden. Deswegen fahren wir jetzt mal zurück und ziehen uns was Bequemes an. Bis später. Das war sie, die Konnichi 2016. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ich so gefunden habe, was ich ganz hübsch fand. Einfach mal die Leute ein bisschen angesprochen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog, im nächsten Let's Play oder halt auf der nächsten Con. Bis dahin, tschüss!